Heute findet die 18. Reutener Musikmeile statt. Seit rund einem Jahr warten Musikbegeisterte aus dem ganzen Bezirk darauf, dass sie wieder da ist. Und wir haben heute 4 verschiedene Locations ausgelost, die wir für euch besuchen möchten. Wir zeigen euch Stimmungsbilder, wir machen Interviews mit den Bands und mit den Leuten, die direkt vor Ort sind und hoffen, euch einen guten Eindruck vermitteln zu können. Das Los hat entschieden und wir befinden uns jetzt vor dem Brauhaus, wo ich mich jetzt für euch in die Menschenmenge hineinwage. Mal schauen, was da drin los ist. Wir sind jetzt im Brauhaus mit dem Leisi und mit der Iris vom Kofferorchester. Jetzt ganz als erstes einmal, und das ist glaube ich die wichtigste Frage, wie ist das Gefühl, wenn man auf der Bühne vor Publikum steht? Da frage ich jetzt die Iris. Es gibt kein besseres Gefühl, als vor Publikum zu stehen. Ich meine, jeder von uns spielt total gern Musik, aber mit Publikum ist es einfach gleich doppelt so gut. Ja, dem kann ich nichts hinzufügen. Es ist schon einfach, das flasht schon einfach. Man hat wirklich so ja, Flow-Erlebnis. Ja. Allen Jugendlichen da draußen kann ich nur sagen, vergesst die Drogen, lernt ein Instrument und macht eine Band. Gibt es eigentlich einen persönlichen Lieblingsmusiker? Also irgendwas, was die so richtig zum Abzappen, zum Bogen, zum Abrocken bringt? Das Tolle an dem, wenn man selber Musik macht, ist, dass man halt wahnsinnig viel kennenlernt. Und also ich könnte die Frage niemals beantworten, weil es gibt so viele spannende und so viele verschiedene Sachen, ob das jetzt Soul ist, ob das Funk ist, ob das ganz moderne Musik ist, ob das Jazz ist. Also alles hat seine eigene Qualität und das ist das Spannende an Musik überhaupt, dass es diese Vielfalt hat. Ich sehe es ganz gleich. Es gibt immer wieder Sachen, ganz alte Lieder, wo man sagt, boah, ist das cool, wenn man es neu hört. Und wir machen eigentlich alle ganz unterschiedliche Musikrichtungen, nicht nur das, was wir heute spielen. Und deswegen hat man nicht wirklich einen Favoriten. Man hat schon, in dem Moment, wo es gut gespielt ist, taugt es an. Wenn ihr heute junge Musiker einen Tipp geben würdet, was wäre das für ein Tipp? Kriegst du das mit? Der meint, wir sind keine jungen Musiker mehr. Ja, genau. Total schwierig. Ich glaube, es ist für junge Leute wahnsinnig schwierig, in dieser Musikszene heutzutage zu bestehen, weil es wahnsinnig übersättigt ist. Gleichzeitig gibt es natürlich auch wahnsinnige Möglichkeiten mit Computer und so. Jeder kann daheim selber was aufnehmen. Das war vor 40 Jahren noch nicht so. Authentisch bleiben, seinen eigenen Weg gehen und das machen, was einem selber Spaß macht, egal ob es sich gut verkauft oder nicht. Man wird nicht reich, aber man wird glücklich. Wichtig ist, dass man immer mit Herz bei der Sache ist und vor allem, dass man Menschen findet, mit denen man Spaß beim Musizieren hat. Das potenziert den ganzen Spaß, den man selber hat, noch einmal mit ganz coolen Leuten zusammenspielen. Wo kann man euch das nächste Mal hören, falls euch jemand jetzt nach dem heutigen Auftritt folgen möchte, so Stalker-mäßig oder so Groupie-mäßig? Das war jetzt aus der Hüfte geschossen, nicht wirklich. Da müssen wir die Buchungsbücher anschauen. Ausschau halten nach dem Kofferorchester, gelegentlich auf dem Ball oder so, treten wir immer wieder auf. Und wir haben noch viele, viele andere Projekte, jeder für sich, die dann anders heißen. Schauen, wo was los ist. In Reutte ist viel los und kommen. Wie kommt's, dass du heute hier im Brauhaus bist?
Ich bin ganz ehrlich, ich bin jedes Wochenende im Bräuhaus. Ich kenne viele Menschen hier und im Bräu kommen einfach viele Menschen zusammen. Ja. Deine derzeitige absolute Lieblingsmusik, wie heißt die? Wow, das ist schwer. Ich höre alles. Also ich mag die Musik, die gerade läuft. Ich höre alles, was im Bräu läuft. Also ich mag das sehr gerne. Ja. Nachdem ja heute die Musikmeile ist, wirst du heute noch irgendwo anders hingehen oder bleibst du hier im Brauhaus? Also ich werde wahrscheinlich hier bleiben, bis es Bräu zumacht. Und dann geht's weiter ins Rockhaus oder Seitensprung. Mal schauen. Es geht immer um die Menschen. Ich denke mal, dass es nicht wichtig ist, wo man ist, sondern mit wem man ist. Also, ja. Mike, wie bist du eigentlich zufrieden mit der Veranstaltung Musikmeile hier in Reutte? Wie immer jedes Jahr muss ich sagen, es läuft, es hat sich eingespielt. Heuer haben wir, glaube ich, wirklich die 6 Lokale, die dabei sind, brutal gute Bands organisiert. Und das freut mich, dass es so von den Gästen, von der Reutener Bevölkerung so gut angenommen wird. Tipptopp, mehr kann man nicht erwarten. Wenn ich dich jetzt frage, eine Band, die du einmal bei dir hier spielen lassen möchtest, welcher Name wäre der erste, der dir da dazu einfällt? Da sage ich ganz klar Bon Jovi und es wird passieren, wir werden sie einmal herkriegen. Hundertprozentig. Gut, dann dürfte vermutlich die Frage nach dem Lieblingshit nicht ganz so schwer sein. Ist es ein Hit von Bon Jovi? Selbstverständlich, Living on a Prayer. Wir sind jetzt vor dem Piano-Keller, dem Schmuri, wo gleich im Anschluss Denise Beiler und Friends auftreten werden. Denise, bekannt aus The Voice als Halbfinalistin, hat eine absolute Hammerstimme und die hören wir uns jetzt an. Ist jetzt die Denise Beiler and Friends. Wenn ich euch jetzt frage, wie ist eigentlich das Gefühl, auf der Bühne zu stehen? Könnt ihr das unsere Zuschauer vielleicht ein bisschen beschreiben? Wir machen das alle schon eine Zeitl, also nicht zum ersten Mal, aber trotzdem auf die Bühne gehen bleibt so ein Moment, wo man sich drauf freut und wo was Besonderes ist. Kurze Nervosität und dann schaut man, dass man die Leute catcht und einfach einen super Abend einfach mit die Leute verbringen kann. Ja, und vor allem aus den allseits bekannten Gründen waren wir die letzten 2,5 Jahre nicht so viel auf der Bühne wie sonst. Mittlerweile macht es vor allem wieder Spaß, dass wir arbeiten dürfen. Back to the roots. Ja. Wie gefällt es euch eigentlich da in Reutte? Ich muss gestehen, dass ich noch gar nicht so oft da war, mehr auf der Durchreise, so Fernpass und dann halt zu irgendwelchen Orten, wo man halt Gigs spielt. Aber ich finde es sehr, ich genieße die Altstadt da. Also gerade wenn man so aussteigt, hat es sowas wie am Gardasee oder einfach sowas, wie sagt man da? Südländisch. Ich finde schon, weil Südländisch heißt für mich also Urlaubsflair. Urlaubsflair ist vielleicht das richtige Wort. Also ich finde es sehr nett, klar, das Ambiente total nett und ich freue mich immer wieder, wenn wir da spielen. Und wie ist das jetzt für dich als Exilreutener? Für mich ist es natürlich immer recht sehr speziell, weil ich habe vor 35 Jahren, ja doch, sind 35 Jahre, da herinnen angefangen, meine ersten musikalischen Gehversuche vor Publikum zu machen. Also bei mir ist das ja quasi ein bisschen die Wiege des Musizierens vor Publikum da herinnen. Drum, sehr speziell. Wenn ihr heute einen Tipp geben müsstet an junge Musiker, die vielleicht so kurz vorm Durchbruch stehen oder zumindest darauf hinarbeiten, was würdet ihr diesen Musikern und Musikerinnen empfehlen? Puh,
ich würde Ihnen eigentlich genau das sagen, was ich nicht gemacht habe. Ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie echt in der Garage anfangen, da sich total ausleben, alles ausprobieren, alles, was dazugehört mit Quatschen und Trinken und alles, was man sonst halt so ausprobieren möchte, sich wirklich voll austoben, auf die Bühne gehen, vielleicht noch für ein Bier und ein Händel spielen, um ihren Weg zu machen und um sich dahin entwickeln zu können, wo man hier wirklich hin möchte, weil das, oh, ich möchte groß rauskommen, ist oft nicht der Weg dorthin. Und auch wenn man dort ist, ist es vielleicht nicht immer das Zuckerschlecken, da rede ich auch ein bisschen aus Erfahrung. Und ich würde es, wenn ich die Zeit nochmal zurückdrehen könnte, so machen, dass ich mir meine Leute aussuche, einfach Musik mache, voll auf die 12 hauen und mich auslebe, bis ich weiß, wohin ich will. Und dann wird alles von allein kommen, wenn man das möchte. Ja, ich kann das nur bestätigen von der Denise. Vielleicht noch dazu sagen, ganz viel üben, ganz viel Flugmeilen auf der Bühne machen und sich nicht zu viel dreinreden lassen von irgendwelchen Leuten, die sagen, das musst du so oder so machen, dass das einen Erfolg hat. Sich selber treu bleiben. In Zeiten wie diesen umso wichtiger. Dann sticht man raus. Gibt es eigentlich bei Künstlern wie euch auch einen persönlichen Lieblingsmusiker oder ein persönliches Lieblingslied? Etwas, was euch so richtig mitreißt? Wow, Musik ist so breit gefächert. Du brauchst gleich irgendwie Popmusik sagen, das ist so viel und klingt alles so verschieden. Natürlich gibt es gerade als Sänger auch, also kann jetzt nicht nur von mir sagen, gewisse Künstler, an denen man sich orientiert. Gerade wenn man anfängt, da beschäftigt man sich mit dem Künstler, wie singt der, welche Songs und so weiter und so fort. Ich weiß jetzt nur, weil ich doch halt auch viel auf der Bühne stehe, wo ich Coversongs singe. Es gibt Songs, wo ich immer singen kann, ohne dass sie mir jemals auf die Nerven gehen. Ist zum Beispiel Ain't Nobody oder Valerie. Und es gibt Songs, die ich nicht mehr singen mag, aber die erwähne ich jetzt nicht. Aber ja, nein, mehr sage ich jetzt gar nicht dazu. Ich verlache nicht mal. Ja, es ist schwierig. Es gibt so viel, also wenn ich jetzt spontan entscheiden müsste, wahrscheinlich als Gitarrist, wäre es bei mir der John Scofield, der so vielseitig ist und vor allem je älter er wird, desto spritziger und jünglicher wird er in seinem Spiel und das ist ein großes Vorbild. Hat es einen speziellen Grund, dass es dich heute hier in Schmurri gebracht hat? Ja, erst einmal haben wir uns halt geeinigt, dass wir mal dahergehen als Erster, weil er gute Musik spielt. Und Schmurri ist immer ein Beginnwort, sage ich mal. Dein persönliches Lieblingslied? Boah. Ich bin gerne für Austria-Pop, das kann ich jetzt gar nicht so sagen. Also ich mag gerne Austria-Pop, STS vor allem. Und Tanzer, Ambros und solche Musik mag ich gerne. Mein Lieblingslied, Tougher Than the Rest von Bruce Springsteen. Also das ist die Musik, die Sie so wirklich mitchecken lässt. Genau, das ist meine Musik. Ja. Also allgemein Pop eigentlich. Also ich höre eigentlich alles so cool. Aber irgendeinen ganz einen speziellen Lieblingskünstler oder Künstlerin, gerade jetzt im Moment ganz was Aktuelles? Crow. Ja, Crow halt. Mir bringt eigentlich alles zum Shaken. Also ich habe keine Musik, die mir gefällt. Mir gefällt eigentlich alles querbeet. Irgendeinen ganz speziellen Lieblingskünstler oder Lieblingskünstlerin? Da muss ich echt überlegen. Ich habe gerade momentan gar keinen. Wie empfindest du die Musik, Malle? Ist das eine sehr wichtige Einrichtung für Reute, allgemein fürs Kulturgeschehen? Eigentlich schon, ja, weil die Leute wieder mal zusammenkommen und sich austauschen können und einfach mal wieder Spaß haben. Und ich finde es ganz wichtig, dass das stattfindet, ja. Also ich freue mich unendlich, dass es nach der Corona-Zeit, wo wir so viele Entbehrungen durchmachen haben müssen, jetzt wieder möglich ist, diese Musikmeile in Reute zu veranstalten. Ich finde es toll, dass ich da entsprechende Veranstalter gefunden haben, das wieder zu organisieren. Und ich freue mich auf den ganzen Abend heute.
Jonas, du bist ja eigentlich der Ideengeber für die Musikmeile. Magst du uns so vielleicht ein bisschen was über die Historie dieser Veranstaltung erzählen? Also über die Historie muss man nicht viel sagen, weil es mittlerweile ein Selbstläufer geworden ist, einer von Highlights des Jahres geworden. Natürlich damals, wie wir die Idee gehabt haben, war es eine schwierige Geburt. Aber nachhinein ist es so überzeugend gewesen, seit 18 Jahren findet statt und jedes Jahr ist es eine große Freude, dass man die Musikmeile organisiert. Und deshalb ich bin sehr zufrieden mit der Musikmeile und so vielfältig in jedem Lokal, tolle Bands und für jeden ist es etwas dabei. Und ich freue mich, wie gesagt, jedes Jahr auf die Musikmeile. Jonas, wie ist es bei dir? Hast du eigentlich einen persönlichen Lieblingssong, einen, wo du so richtig abgehst? Also, ich bin nicht unbedingt ganz musikalisch, aber je nach der Stimmung. Und seit 18, 19 Jahren habe ich Pianokeller. Ich habe hier tolle Konzerte gehabt. In dem Moment manchmal ist es mir so abgegangen, dass ich Lied gar nicht gekannt habe. Aber ganz besonderes Lied ist der Englishman, damals, wie wir Jam Session gehabt haben. Spontan Jam Session, eine Trommelgruppe aus Füssen, haben sie Session gemacht. Das war ein besonderes Lied damals für mich. Wenn du heute die Möglichkeit hättest, eine Band hier bei der Musikmeile für dich auftreten zu lassen, welcher Name würde dir da ganz schnell einfallen? Ganz schnell in der Geschichte hätte ich For You gesagt. Wir sind gerade auf dem Weg in Steh, als uns die Töne von STS Großvater entgegenhallen. Graf und Kind spielen heute hier und wir schauen uns die beiden jetzt an. Wie gefällt's dir heute und hier auf der Musikmeile? Man, es ist super geil und ich feiere heute eigentlich, weil ich in die Pflegeschule gehe, meine positive Note, was ich gekriegt habe. Da darf man mal herzlich gratulieren dazu. Dankeschön. Nicole, wenn ich dich schnell herfrage, was ist dein absoluter Lieblingssong? Von STS Großvater. Also warst du diejenige, die vorher diesen Hit angeschaut hat? Genau. Okay. Gehst du heute noch woanders hin oder bleibst du heute hier? Ich bleibe jetzt momentan mal hier, ja. Und wie empfindest du die Musikmeile allgemein für heute? Super, super finde ich sie. Bei mir ist jetzt der Christian, der Chef vom Steh. Christian, wie zufrieden bist du mit der heutigen Veranstaltung? Ja, grundsätzlich sehr zufrieden. Ich organisiere das ja für alle gemeinsam. Und man spürt schon, dass in Deutschland ein normaler Arbeitstag ist und dass wir Wochenbeginn haben. Aber grundsätzlich, man sieht es, lauter zufriedene Gesichter, eine gute Stimmung und ein angenehm gefülltes Lokal. Christian, ganz schnell gefragt, was ist dein persönlicher absoluter Lieblingshit? Mein absoluter Lieblingshit? Stand by Me. Und wenn ich dich jetzt auch noch ganz schnell fragen müsste, welche Band würdest du einmal bei dir im Steh auftreten lassen wollen? Oh, da gibt es viele gute. Wünschen würde man Silentsperr. It's so easy to fall in love. It's so easy to fall in love.
wichtig empfindest du die Musikmeile für heute? Sehr wichtig. Wir sind im 19. Jahr, die 18. Musikmeile. Einmal ist ja ausgefallen durch Corona. Und ich glaube, dass das eine sehr wichtige Veranstaltung auch jetzt wieder ist, um einfach in die Normalität zurückzukommen. Wir müssen jetzt einfach einmal aufhören mit dem Ganzen. Und deswegen finde ich die Veranstaltung sehr wichtig. Was würdest du heute den Gästen von der Musikmeile hier in Reutte vielleicht einmal ausrichten wollen? Ja, im Namen aller Mit- oder Teilnehmenden Wörter ein recht herzliches Dankeschön für die langjährige Treue. Und wir werden uns bemühen, immer weiter auch ein interessantes Programm zu gestalten. Wir stehen jetzt vor der letzten Location des heutigen Abends, vor der Kellerei. Wir haben ja im Vorfeld das Los entscheiden lassen. Und jetzt geht's rein zu David Gramberg, der in Kürze dann auch als Supporter für die Sportfreunde Stiller auftreten wird. Die sind heute nicht hier, aber der David ist hier. Und den hören wir uns jetzt an. Ganz ehrlich, wie gefällt es dir bei uns in Reutte? Ja, wirklich sehr gut. Ich war ja schon mal hier in der Kellerei und das ist aber gefühlt schon eine Ewigkeit her. Deshalb umso schöner wieder hier zu sein. Nicht in diesem Rahmen der Musikmeile, sondern Solokonzert, aber umso schöner heute, weil doch sehr viele Leute hier vorbeikommen. Du als Musiker hast doch sicher die eine Nummer, die deine Füße zum Beben bringt, die dich zum Bogen bringt, so richtig zum Mitabfeiern. Jetzt einmal so unter uns, was ist die Nummer? Auch eine sehr schwierige Frage, weil es da sehr viele gibt und ich muss zugeben, die variieren auch immer wieder. Was mich zuletzt auf jeden Fall jetzt gar nicht unbedingt so zum Mitbeben gebracht hat, sondern einfach zum Mitfühlen, und irgendwie auf eine besondere Art und Weise ist von Bon Iver Autark gewesen. Aber wie gesagt, das wechselt auch immer wieder. Aber an den musste ich jetzt sofort denken. Bei mir sind jetzt die beiden Fans aus der ersten Reihe, die man zuerst ganz laut mitsingen hat hören. Jetzt unter uns, seid ihr große Fans vom David? Mittlerweile schon, ja. Also wir haben ihn erst heute entdeckt eigentlich, aber wir waren gleich ziemlich begeistert von ihm. Leni, wie geht's dir? Also nicht nur ziemlich begeistert, sondern sehr begeistert. Er ist echt toll, macht tolle Musik und ja, also wir kennen ihn seit heute. Aber überwältigend, muss man echt sagen. Wie gefällt euch die Musikmeile insgesamt heute? Also viel bis auf das haben wir jetzt wirklich gesehen. Wir waren davor kurz im Stehen, da war die Musik auch cool. Aber ja, sonst waren wir bloß da. Es war bis jetzt eigentlich sehr, sehr toll. Und es war auch toll, mit meinen zwei Freunden da zu sein. So. Und die Musik ist toll, also. Was ist euer derzeitiger
absoluter Lieblingshit? Wo fangen bei euch die Füße tanzen an? Wo geht bei euch der Rhythmus im Blut durch? Oh, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Es sind so viele Lieder, die so toll sind. Aber auf jeden Fall die Songs von David. Also, die sind toll. Die sind sehr toll. Also zum Empfehlen. Ja, bei mir bleibt es trotzdem bei den alten Klassikern. Also so Sachen wie I Want to Break Free oder Bohemian Rhapsody bleiben schon trotzdem noch meine Lieblingssongs, aber ja. Wenn man dich jetzt in näherer Zukunft sehen möchte, wo muss man hin? Ja, in näherer Zukunft muss man als allernächstes am 24. Ich hoffe, ich sage es richtig, November nach Saarbrücken. Ich darf da die Sportfreunde Stiller supporten. Und am 27. spiele ich ein kleines Release-Konzert für meine EP bei uns in der Gegend, im Allgäu-Oberbayern, so an der Grenze. Und dann wird eventuell noch im Dezember ein kleines Support-Konzert bei John Garner sein. Und dann ist erstmal so eine kleine Winterpause, sage ich mal. Wie schaut es bei dir mit Auskopplungen aus? Dürfen sich Fans jetzt auf eine neue Single oder gar auf eine CD freuen? Auf eine neue Single am Freitag. Diesen Freitag, am 28.10. kommt die nächste Single. Am 25.11. kommt dann die EP. Dann ist eine kleine Pause und im Januar gibt es dann noch so ein kleines Zuckerl, was wir dieses Jahr gemacht haben mit dem Münchner Kneipenchor. Und darauf freue ich mich auch schon sehr.